So, Leute, ich hatte heute mit einer Kundin einen Call und da ging es dann auch um die Planung für Redaktionsplanung für Social Media, ein bisschen weiter im Voraus ihre Beiträge zu planen, damit sie nicht so wie aus der Hüfte schießen muss und das mehr einen roten Faden gibt in ihrer Social Media Kommunikation. Und da habe ich ihr dann ein paar Tipps gegeben in Richtung ChatGPT. Und da war sie recht erstaunt. Und da merkte ich, dass es offenbar noch nicht überall so etabliert ist, wie man vielleicht denken würde. Überall hört man von ChatGPT, aber es wird noch nicht wirklich durchs Band genutzt. Und hier jetzt ein paar ganz simple Basics, die dir helfen können, bisschen weiter im Voraus deine Social Media Posts zu planen, auch Ideen zu generieren. Und wir nehmen also jetzt als Beispiel irgendein Unternehmen aus irgendeinem Kaff. Und da, sorry, wenn jemand sich angesprochen fühlt, ich nehme jetzt Wettingen und Physio. Sagen wir mal Physio, Physio. Und wir nehmen die zweite Praxis hier. Ich habe keine Ahnung, ob das was hergibt. Physiomed scheint jetzt nicht super aktuell zu sein, aber wir nehmen jetzt über uns, nehmen wir den ganzen Text hier. Es gibt einen Überblick über das Team. Bisschen unstrukturiert, was sie tun. Wir lesen es nicht mal. Aber jetzt simulieren wir, dass wir diese Praxis sind und uns ein bisschen fragen, welche Social Media Posts wir in nächster Zeit posten könnten. Und jetzt schreiben wir: Wir sind eine Zahnarztpraxis in Wettingen. Hier eine Beschreibung. Da kopiere ich einfach alles rein. Ich mache jetzt hier noch Klammer auf Beschreibung und dann Klammern am Schluss, Ende der Beschreibung. Hoffen, dass ChatGPT das ein bisschen versteht. Dann schreiben wir: Ich will Okay, ich will einen Social Media Redaktionsplan erstellen für Instagram, Facebook, YouTube mit interessanten Beiträgen und Tipps. Dreimal pro Woche will ich etwas posten, längere Videos nur einmal pro Monat. Erstelle mir einen Plan für Dezember 2024 und Januar 2025 mit Ideen für Inhalte. Mach mir eine Tabelle pro Monat. Mehr schreibe ich jetzt im ersten Zug gar nicht rein und schicke das jetzt ab. Das kannst du tun mit deinem kostenlosen Account von ChatGPT, sogar ohne Account, ziemlich sicher auch. Einfach auf chatgpt.com das reinpeppen. Wenn du bezahlst wie ich, dann hast du mehr Funktionen in ChatGPT und ein paar davon zeige ich dir nachher. Aber hier habe ich jetzt das Modell 4o. Das steht meines Wissens nicht zur Verfügung, wenn du die kostenlose Variante hast, dann hast du 4o Mini. Vielleicht ein bisschen Auswahl auch. Hier musst du schauen. Aber es sollte trotzdem reichen für einen simplen Social Media Redaktionsplan mit Ideen. Jetzt habe ich ganz kurz Zeit genommen, mir das hier reingepeppt und sende das ab. Ich schreibe jetzt unten die Antwort, das heißt, wir scrollen jetzt ein bisschen. Das war jetzt mein Prompt. Beschreibung war jetzt recht viel. Keine Ahnung, ob es das wirklich versteht. Wahrscheinlich schon. Und jetzt hier ist mein Plan. Datum, 1. Dezember, das ist zwar schon in der Vergangenheit, aber Einführung in die Physiomed-Philosophie, warum Prävention, Teamvorstellung, der POTCL wird vorgestellt, Nikolaus-Aktion,
Montagsmotivation. Ah, wir sind nicht Zahnarztpraxis. Habe ich Zahnarzt geschrieben? Ich habe Zahnarztpraxis geschrieben, aber Physio-Beschreibung, ja, okay. Es hat zum Glück nichts zu Zähnen geschrieben, sondern wirklich jetzt mit, wie Physiomed geholfen hat, nach einer Sportverletzung wieder fit zu werden. Auch das Format, Fototestimonial, Karussellpost. Und dann für Januar, Neujahrsgrüße. Jetzt kann ich natürlich hingehen und das genau eins zu eins so umsetzen oder ich kann natürlich weiter schleifen daran. Was es aber sicher hilft, ist so die Hürde zu überwinden, die Hürde des leeren Blattes, das uns oft davon abhält, einen Redaktionsplan zu tun. Was du jetzt zusätzlich tun kannst, wenn du regelmäßig zum Beispiel Online-Produkt-Launches hast oder gewisse Seminare zu bestimmten Zeiten anbietest oder Studienreisen oder was auch immer du bestimmte Events hast in deinem Jahr, kannst du die natürlich auch als Liste hier einfüllen, als Info an ChatGPT und nachher kannst du auch sagen, hey, ja, probieren wir mal. Ich gebe jetzt als Beispiel also mit, ich habe im Jahr folgende Spezialevents: Präventionswoche vor den Sommerferien, Vorbereitungswochen Ende Januar, Anfangs Februar vor den Skiferien, Fit zurück Woche Mitte August, um wieder fit zu sein für Büroarbeit, mehr Lichtwoche Ende November, zwischen Weihnachten und Neujahr, Inspirationen für Bewegung, im Januar, Mai, September Webinare zu aktuellen Gesundheitsthemen. Je nach Saison. Okay? Und dann schreibe ich hier jetzt, gib mir einen Jahresüberblick und was ich wo erwähnen soll. Oder? Ausführliche Tabelle für Jahresüberblick. Ich weiß nicht, ob Überblick und ausführlich Hand in Hand geht, aber wir senden es mal ab und schauen dann. Okay, jetzt schreibt es uns. Jahresplan mit Hinweisen zur Planung und Kommunikation. Habe ich jetzt alles nicht mehr aus den Fingern gezogen, sondern hier aus ChatGPT gezogen und ausführlicher als meine Finger das auf die Schnelle so hergeben. Und schauen wir hier mal an. Jahresüberblick für Spezialevents und Kommunikation. Zeitraum des Events Ende Januar, Anfang Februar, Vorbereitungswochen vor den Skiferien. Beschreibung, Tipps zur Vorbereitung für Skifahrerinnen, Verbesserung der Stabilität, Prävention von Verletzungen, Übungen zur Stärkung der Muskulatur und Balance. Sehr nützlich. Start der Kommunikation Mitte Dezember, 6 Wochen vorher. Da müssen wir uns überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist, weil da Weihnachten ist. Das können wir natürlich so anpassen, wie es dann zu uns passt. Instagram, Facebook, Newsletter, Praxis, Flyer. Coole zusätzliche Idee hier. Januar, Mai, September, Webinare zu Gesundheitsthemen, Skivorbereitung, Allergien im Frühling, Rücken, Gesundheit im Herbst, interaktive Q&A-Sessions, 6 Wochen vor jedem Webinar. Aus meiner Erfahrung, 6 Wochen vor einem Webinar ist ein bisschen zu früh für Webinare. Das heißt, bring auch deine Erfahrung hier rein. Hier hat es irgendwie 6 Wochen meistens genommen. Zwischen Weihnachten und Neujahr, Inspiration für Bewegung, Tipps, einfache Übungen, bla bla bla, Mitte Dezember. Ja. Vielleicht muss ich das nicht ankündigen und so weiter und so fort. Das heißt, du musst natürlich trotzdem noch kritisch sein, aber wir haben jetzt in wenigen Minuten für Dezember und Januar eine detailliertere Planung gemacht. Ich könnte natürlich jetzt auch noch hingehen und sagen, schreib mir für jeden oder zu jedem Thema 1 oder 2, 3
Social Media Posts, die Texte, verwende auch ein bisschen Emojis, je nachdem, was dein Stil ist, und bereite mir das komplett vor. Also testen wir das mal. Ich habe jetzt geschrieben, bereite mir die nächsten 7 Social Media Posts gemäß Monatsplänen und Jahresüberblick vor. Die ganzen Posts mit dezenten Emojis, nicht übertreiben. Verwende die Schweizer Schreibweise ohne das komische Doppel-S. Verwende die Du-Form. Sei positiv, hoffnungsvoll, aber übertreibe es nicht. Wir senden es einfach mal so ab. Also es hat jetzt für Jahresbeginn 1. Januar, frohes neues Jahr, wir wünschen dir einen gesunden und aktiven Start ins 2025 mit einem Gewichtsheber. Unser Ziel bleibt es, dich auf deinem Weg zu mehr Wohlbefinden und Beweglichkeit zu unterstützen. Wir sind bereit. Was sind deine Vorsätze für 2025? Teile sie mit uns in den Kommentaren. Gute Idee für Engagement. Hätte vielleicht noch ein bisschen spezifischer zum Thema Gesundheit sein können. Post 2 am 3. Januar. Infografik mit 3 Übungen für die Skivorbereitung. Wäre jetzt cool, wenn es noch die Grafik erstellen würde. Nicht so einfach mit DALL-E. 3 einfache Übungen. Kniebeugen mit Drehung. Einbeinstand. Auf einem weichen Untergrund, seitliche Ausfallschritte, könnte man jetzt anstatt die Infografik kurz was filmen in der Praxis, das wäre ja super einfach möglich, und so weiter. Jetzt 7 fertige Posts. Wenn jetzt zu viele Emojis sind oder irgendwas generell dir nicht passt damit, kannst du natürlich jetzt hier unten sagen, hey, mach das nochmal, aber versuche es so und so zu tun. Und ChatGPT wird dir nicht böse sein. Gut ist, wenn du am Schluss einfach noch Danke schreibst und ein Daumen hoch gibst auf diesem Kanal. Diesen Kanal abonnierst, das freut mein Herz. Und see you in the next video. Kniebeugen nicht vergessen.